zusammen und willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Minecraft. Ich habe mir hier in der letzten Folge noch ein Schild hinterlassen mit Feldbepflanzen. Gucken wir mal in unser Inventar und wir haben auf jeden Fall genug Weizenkörner, Karotten und Kartoffeln, die wir jetzt hier hinten mal anpflanzen wollen. Ich habe das Feld hier auch irgendwie unterteilt, weiß aber selbst nicht mehr genau, was ich mir gedacht habe dabei. Und ich brauche hier doch auf jeden Fall noch Wasser. Moment. Ich mache mir hier erstmal einen Brunnen. Läuft super. So. Und jetzt machen wir hier den Brunnen mal schön fertig, damit wir hier gleich Wasser schöpfen können, um das Feld ordentlich bewässern zu können. Ich habe nämlich leider auch nur zwei Eimer. Und aber ich habe auch die Seerosenblätter, das ist doch schon mal gut. Das heißt aber, ich muss hier auch wieder die Schaufel mit ins Inventar nehmen und kann jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht genau, wie das mit dem Bewässern ist, das wievielte Feld jeweils. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schade, da kann man nichts Mittiges irgendwie nehmen. Dann mache ich das jetzt einfach mal freischnauze. Ich hoffe, dass das passt am Ende. Und wieso lasse ich das hier nicht offen? Fragen, die man sich so während einer Minecraft-Aufnahme stellt. Wieso lasse ich das hier nicht offen? Es ist ja nicht mal Nacht oder so. Insofern haben wir hier ja nicht das Problem mit... Verdammt! Diesen Erdblock werde ich nicht mehr kriegen. Also kann ich mir ja trotzdem gleich holen, so. So, und jetzt gucken wir doch mal, ob das hier schon ausreicht. Das sieht zumindest gut aus. Sieht, finde ich, wirklich gut aus. Also irgendwie habe ich es wohl gut getroffen. Das Feld natürlich nicht vergessen. Und dementsprechend werden wir hier, glaube ich, gleich Karotten und Kartoffeln pflanzen. Davon haben wir noch nicht so viel, deswegen kann das super auf eine Seite zusammen. Und auf der anderen Seite pflanzen wir ein bisschen Weizen. So. Dahin und jetzt ist nur die große Frage, wieso fange ich so weit hinten an? Macht nichts, mit den Karotten kann ich einfach vorne anfangen und dann kann man sich da mit der Zeit ein bisschen annähern. Hier hat er scheinbar nicht für ausgereicht. Macht aber auch nichts. Ich brauche bloß gleich nochmal eine zweite. Aber erst gleich. Jetzt können wir nämlich hier schon mal gucken, wo wir hier die Lücken machen. Hier noch eine. Und hier noch eine. Sollte hoffentlich wieder ausreichen. Hoffen wir es mal. Und dann haben wir gleich das Feld fertig.
Ein bisschen Erde haben wir noch, dann können wir nämlich immer anfangen, hier auch die Insel zu untertunneln, damit wir dann wirklich so langsam mal mit dem Hausbau anfangen können. Ist ja gar nicht mehr mit zu ertragen, wie ewig ich hier schon brauche, um irgendwann mal den Hausbau anzufangen. Das Schild können wir natürlich gleich nochmal entfernen. Es wird, glaube ich, schon wieder Nacht gleich. Mal gucken, ob wir das hier noch alles in der Zeit gut hinkriegen. Aber okay, die Steinhacke hatten wir schon vorsichtshalber im Inventar gehabt. Nächstes Mal sollte ich da vielleicht vorher gucken, nachdem ich so lange nicht mehr Minecraft gespielt habe, ob da vielleicht noch irgendwas im Inventar ist, was wir noch gebrauchen können. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was alles noch in den Truhen ist. Da werde ich sonst gleich auch nochmal einen Blick reinwerfen, was wir denn eigentlich als nächstes hier brauchen, um dann weiter voranzukommen mit dem Hausbau. Ich bin mal gespannt, ob wir genug Weizen haben für das ganze Feld. So. Wir haben über einen Stack Weizen. Das könnte natürlich reichen, aber ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Hier vorne könnte ich höchstens nochmal ein Wasserfeld machen. Kann man gleich nochmal gucken, ob das noch vonnöten ist. Oder ob der Weizen, bis wir da hinten sind, schon aufgebraucht ist. Ja, ich denke mal. Wobei, könnte knapp werden, aber eigentlich sollte er bis dahin aufgebraucht sein. Ja, die letzten 4, 3, 2, 1, fertig. Dann gehen wir doch mal schlafen, es ist wieder Nacht. Bevor hier die Zombies irgendwie spawnen und ich hier gleich nicht mehr schlafen kann. Machen wir das mal schnell. Neuer Tag. Und wir beginnen ihn jetzt tatkräftig, indem wir einfach mal kurz gucken, wie viel Erde wir haben. Wir haben nur das, was wir im Inventar haben an Erde. Aber wir haben noch Sand. Wobei aus dem Sand würde ich auch gerne Glas machen. Damit könnte man Schuhe später verzaubern. Wasserläufer 3, dann sind wir gut durchs Wasser. Wobei, können wir damit Schuhe verzaubern? Weil das hat Rückstoß 2. Weiß ich nicht. Das sieht. Oh, Kürbisse könnten wir auch noch anpflanzen, aber das müssen wir nicht jetzt machen. Kürbisse sind mir nicht so wichtig. Aber Erde brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall Erde. Ich kann aber erstmal anfangen, damit jetzt den Grundstein zu setzen und zu gucken, wie weit wir damit kommen. Das muss ja nicht unbedingt. Ach, deswegen. Total bis zum Boden ausgesetzt sein. Das kann ja auch so ein bisschen im Wasser schweben hier, die ganze Insel. Insofern könnte das sogar schon reichen. Müssen wir mal gucken. So, das reicht in diese Richtung auf jeden Fall schon mal.
Können wir gleich mal gucken, wie weit wir in diese Richtung hier noch gehen müssen. Perfekt. Sollte reichen. Ist halt nur die Frage, ob wir den Sand hier ersetzen oder das Ganze hier gleich noch einen höher bauen, damit wir überall Sand als Unterlage haben. Das könnte man nämlich auch machen. Weil das soll ja eher so ein Strandhaus sein. Dann mache ich das jetzt mal so, dass wir hier doch noch ein tiefer gehen, das gleich alles mit Sand auffüllen. Kostet natürlich ein paar mehr Ressourcen, sieht aber im Endeffekt, denke ich, deutlich besser aus. Och Gott. Aber die ganz normalen Blöcke einfach mal so hinzusetzen, wie es jeder hinkriegt. Selbst dafür bin ich manchmal zu dämlich. So, hier noch. Dann können wir die hier schon wieder abreißen. Und können uns mal hier ein bisschen Sand mitnehmen. So. Dann erschaffen wir zumindest in diesem Part schon mal so ein bisschen die Grundlage für das Haus, was wir dann irgendwann im Part 285 bauen werden. Ne, so weit kommt das hoffentlich nicht. Wir sind ja jetzt endlich dabei. Aber ist ja, glaube ich, auch schon die 10. Folge oder so. 10 Folgen habe ich also gebraucht, um dann irgendwann mal mit dem Hausbau anzufangen. So, was habe ich hier schon wieder gemacht? Das sieht schon mal gut aus. Jetzt können wir hier noch den Rand ersetzen. Da liegt noch ein bisschen Erde. Und hier und hier. Sammle kaum was davon wirklich ein. So, einmal hier am Boden lang, um die ganze Erde wieder mit aufzusammeln. Und dauert natürlich gleich viel länger, wenn wir es so machen. Und vor allem sammeln wir es nicht mal ein. Das ist jetzt traurig. Wie lange es dauern kann, einen Erdblock abzubauen? Das ist mir auch neu. So, zumindest haben wir jetzt kaum Erde verbraucht. Ich glaube, wir haben ein Stack Erde gerade mal verbraucht bisher. Verbrauchen natürlich wesentlich mehr Sand. Vor allem jetzt auf die Methode, aber zumindest haben wir so sichergestellt, dass unsere Insel komplett von Sand auch umgeben ist, auch unterirdisch. Also es sieht dann wirklich so aus, als würde das hier immer bis zum Boden gehen, und in Wahrheit haben wir natürlich in der Mitte eigentlich ein großes Loch.
So, aber das hier hinten können wir natürlich weglassen. Das fällt eh keinem auf. Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal die Fläche deutlich vergrößert. So, diese Reihe hier mache ich jetzt noch zu Ende. Und dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part weiter. Und werden, denke ich, dann schon demnächst auch damit anfangen, wirklich das Haus zu bauen und hoffentlich auch fertigzustellen. Irgendwie in den nächsten 5 bis 10 Folgen sollte das Ziel doch hoffentlich erreicht werden, während hier auf dem Feld alles wächst und gedeiht. Bis zum nächsten Mal. Ja, passt doch so. Also ein großes Weizenfeld. Und hier neben dann Karotten und Kartoffeln wild gemischt.